Servus und guten Morgen. Ja, leider ist heute schon der Tag 6. Das heißt, der Urlaub neigt sich leider zum Ende. Aber gut, heute habe ich noch einen ganzen Tag und morgen. Und heute steht auf jeden Fall nochmal eine traumhaft schöne Wanderung an. Morgen natürlich auch. Aber heute wirklich landschaftlich auch nochmal ganz besonders. Es geht nämlich, wie ihr am Titel gesehen habt, ins Wimbach-Gries. Ich gehe zum Wimbach-Schloss zuerst und dann weiter bis zur Grieshütte. Weil die Grieshütte, die hat geschlossen. Das Schloss müsste noch offen haben, so wie ich das gelesen habe. Und ich denke, landschaftlich ist es sehr schön. Ich meine, ich hätte das vor ungefähr 1,5 Jahren das letzte Mal gemacht. April 2022 müsste ich da gewesen sein, das letzte Mal. Da war da noch relativ viel Schnee. Da hatte ich auch ein Video zu gemacht. Heute dann, ich denke, ohne Schnee, da wird nichts mehr liegen. Und auf jeden Fall atemberaubende, schöne Tour. Und die ist auch für mich gut machbar, dass ja weitestgehend eigentlich nur relativ gerade Strecke ist. Und ganz guter Wanderweg. Ja, das ist der Plan für heute und jetzt geht's erstmal zum Frühstück. Da ist es wieder soweit. Frühstück. So, dann geht's doch los. Ich habe mich jetzt fertig gemacht nach dem Frühstück. Schauen wir noch mal raus. Ja, das Wetter ist wunderbar zum Wandern. Es soll trocken bleiben. Ist nur so ein bisschen wolkig. Dann starte ich jetzt mal Richtung Wimbach-Gries. Vorher noch mal einen Blick hier hoch zum Brett. Parkplatz hier an der Wimbachbrücke angekommen und würde ich sagen, jetzt direkt los auf diese schöne Tour. Ja, sogar nur 3¼ Stunden hier angegeben. Heute werde ich mir mal noch die Tour durch die Wimbachklamm gönnen. Wenn ich schon hier bin, Seidenjahr hat schon geschlossen. Es könnte theoretisch sein. Das letzte Mal bin ich hier im August lang gegangen. Da kam ich gerade vom Schatzseitweg zurück. Den habe ich das erste Mal gemacht. Und da hatte ich noch nicht die Ahnung, was mir am nächsten Tag passieren würde. Naja, und jetzt kann ich tatsächlich wieder hier gehen. Es ist einfach phänomenal, hoch da zu gucken auf den Watzmannhaus. Ja, und schöner durchs Gries durch, da freue ich mich doch sehr drauf. Es ist immer wieder eine sehr beeindruckende Tour. Ja, ich hoffe, es bleibt trocken. Es soll eigentlich nicht regnen, aber es sind schon ein paar dunklere Wolken jetzt hier. Aber ich denke, das wird heute gut passen. Und da freue ich mich auf ein richtig schönes Bergerlebnis. So, da bin ich im Automat, scheint offen zu sein. Etwas teurer, als ich das in Erinnerung hatte. Ach, der Automat wechselt sogar, da hätte ich gar nicht im Hotel wechseln müssen. Na gut, auf jeden Fall mit Gästekarte 3,50 Euro. So sieht die Wertmarke aus. Und ich hätte sogar mit Karte zahlen müssen. Muss ich abspeichern fürs nächste Mal. Da wäre jetzt dieser Wechsel, den ich noch gemacht habe vorher, gar nicht nötig gewesen. Ich hatte so eine Erinnerung, dass man nur mit Münzen hier bezahlen kann, aber das scheint der Vergangenheit einzugehören. Neue Kleinen, hab leider nichts für euch. Ich glaube, man darf euch auch bestimmt nicht füttern.
Ja, hier möchte ich es nochmal erwähnen, wer es noch nicht gemacht hat und Instagram vielleicht nutzt, der kann mir auch da gerne folgen. Da sieht man eigentlich dann immer tagesaktuell die Tour, die ich gemacht habe, weil da poste ich wirklich das immer an dem Tag, was ich da jeweils gemacht habe. Bei YouTube ist das ja, ja naturgemäß einfach verzögert. Die Touren kommen halt nach und nach daraus. Und deswegen fände ich das super, falls ihr es nutzt, dass ihr mir da auch folgt. TikTok habe ich auch, nutze ich nicht so richtig, aber auch ein bisschen. Also wer das nutzt, TikTok, der kann mir da gerne auch mal folgen. Name ist da auch genauso wie bei Instagram oder hier bei YouTube. Aber wer es halt nicht nutzt, bloß nicht wegen mir installieren, weil so viel nutze ich nicht. Hin und wieder mache ich da mal so ganz kleine Videos nur. Ja, und was ich noch habe, wenn ihr da Lust zu habt, ich habe einen Zweitkanal bei YouTube, den nutze ich bisher auch nicht wirklich. Da habe ich nur mal so ein paar ganz kleine Videos so aus in der Vergangenheit gemacht. Ja, es sind nur so Mini-Videos, wo ich auch draußen unterwegs war. Aber da werde ich in Zukunft vielleicht mal so ein bisschen Content machen, der nicht so ganz hier in den Kanal reinpasst. Und deswegen, wenn ihr Lust habt, folgt mir da gerne auch. Ich verlinke den Kanal, den Zweitkanal hier auch mal in der Beschreibung zu dem Video. Wenn ihr Lust habt, einfach mal folgen. Werde ich in Zukunft irgendwie mal was nutzen. Mal schauen. Ich habe da so ein paar Ideen. Ja, das wollte ich noch mal sagen. Also, fände ich klasse, wenn ihr mir da auch folgt für weiteren Content. So, und jetzt genug erzählt. Jetzt geht's in die Wimbach-Klamm. Da sind wir nämlich angekommen bei der Wimbach-Klamm, ja, Wimbach-Klamm-Rundweg. 2 Minuten bis zur Klamm noch, die Marke habe ich. Wimbach-Schloss ist dann die nächste Zwischenetappe und dann weiter zur Grieshütte, nur 3 Stunden. Ich muss sagen, hatte ich auch wieder, ehrlich gesagt, als länger in Erinnerung, wenn man überlegt, dass man die Zeiten meistens nicht braucht. Na gut, aktuell werde ich die Zeiten wahrscheinlich ungefähr so brauchen, weil ich halt nicht ganz so schnell bin. Aber der Weg heute ist eigentlich recht gut. Ich habe auch Stöcke dabei. Und dann geht es jetzt mal in die Klamm. Ich überlege gerade, das ist auch schon relativ lange her, wo ich hier in der Klamm tatsächlich drin war. Das ist, glaube ich, dann nicht sogar schon... War nicht letztes Jahr, das müsste vorletztes Jahr gewesen sein. Wie die Marke zu nutzen ist. Dabei ist es ja also ganz so schwer eigentlich nicht. Jetzt wahrscheinlich klappt es jetzt bei mir nicht. Ja, ich habe es hinbekommen.
Ja, das war es schon. Relativ kurz Vergnügen im Vergleich zum Beispiel mit der Einbachklamm ist man hier recht schnell durch. Ja, auch jede Menge Möglichkeiten, Schadbachalm, Kübernalm, Watzmannhaus. Für mich geht's Richtung Grießhütte. Ganz klar, wo wir sind, im Nationalpark. Oh, hier hat es ein paar Bäume umgerissen. Der Weg, der, ich würde sagen, der zeichnet sich auch dadurch aus, dass er, ja, ihr habt es gerade gesehen, schön leicht zu gehen ist. Ne? Das ist ein schön breiter Weg hier und bis zum Schloss. Es gibt ganz kurz vorher, gibt so eine leichte Steigung, aber ansonsten geht man hier wirklich fast geradeaus, leicht ansteigend vielleicht. Und das ist wirklich auch für diejenigen, also zumindest bis zum Schloss, gut zu gehen, die jetzt vielleicht nicht ganz so gut zu Fuß sind, keine riesigen Strecken zurücklegen möchten. Dafür eignet sich diese Tour sehr gut. Und hier gibt es schon unmittelbar eigentlich nach der Klamm einen ersten Blick auf die Palfenhörner. Sehr schön. Stunde bis zum Schloss. Das ist nicht sehr weit. Jetzt gibt es sogar wieder den Watzmannblick. Ein paar Meter gegangen. Und da können wir schön den großen Watzmann sehen. Die Bergkulisse, die ist jetzt schon, finde ich, so phänomenal, wenn man auf die Palfenhörner da schaut, hier umgeben vom Watzmann, wo ich jetzt hier drauf schaue, das ist richtig toll. Und das wird nachher, wenn man an so einem Gries drin ist, einfach nochmal viel atemberaubender. Da freue ich mich schon richtig drauf, das ist eine richtig schöne, tolle Tour. Und ja, bin ich froh, dass ich mich dafür jetzt entschieden habe, dass das auch gut klappt. Aber der Weg, der ist, wie gesagt, wirklich leicht zu gehen. Und das ist optimal auch für mich jetzt aktuell. In das kleine Hütchen schaue ich auch jedes Mal rein. Unverändert. Kleine Schutzhütte. Ja, hier sieht es schon fast aus wie auf einer Mondlandschaft. Der Wimbach, der fließt jetzt sozusagen unterirdisch unter diesem Stein lang. Theoretisch könnte man jetzt zum Wimbach-Grieshütte auch hier lang gehen. Durch das Gries hindurch. Ich folge aber weiter den Weg, um Richtung Schloss zu gelangen. Weil das würde man dann quasi umgehen. Wenn man jetzt schon durchs Gries durchgeht, geht man am Schloss vorbei.
einfach Wahnsinn. Wie schön das ist und diese absolute Stille, man hört gar nichts. Gigantisch, wie sich die Felswände hier erheben. Schön im Sonnenschein. Etwas blauer Himmel gibt es auch sogar. Das sind die letzten Meter vorm Schloss. Grieshütten, 1¾. Hochalmscharte, 2½. Bin ich im Schloss und hier riecht es richtig gut. Ich weiß gar nicht, nach Kaiserschmarrn oder irgendwas, oder ich bilde mir das ein. Nochmal das Schloss von der Rückseite. Da sitzen auch schon einige, aber wie gesagt, das passiere ich jetzt erstmal. Zur Hochalmscharte, da bin ich. Ich muss gerade überlegen, letztes Jahr hoch, oder? Oder war ich da dieses Jahr? Nee, letztes Jahr bin ich da hoch. Oder war es dieses Jahr? Ich bin jetzt gerade durcheinander. Ja, wenn man so oft hier ist, nee, es müsste letztes Jahr gewesen sein. Dieses Jahr habe ich das nicht gemacht. Ich war da nicht im Juni. Und im August habe ich das ja nicht mehr geschafft. Auf jeden Fall eine Traumtour hoch zur Hochalmscharte. Gigantischer Ausblick, sehr schön. Liegt allerdings, wie man es hier sieht, auch gut in der Sonne. Da geht es dann hoch nämlich. Ja, und da ist man dann gut mit Sonne versorgt. Und ja, Einkehrmöglichkeit ist dann hier beim Schloss theoretisch die letzte. Das heißt, genügend Getränke mitnehmen. Hier gibt es auch eine gute Erklärung zu der Geologie. Und ich zeige euch jetzt gleich mal da oben die Felswände. Und da könnt ihr sehr gut diese einzelnen Gesteinsbänder quasi erkennen. Schaut mal genau hin. Diese feinen Linien, das sind alles verschiedene Gesteinsschichten, die sich im Laufe der Jahrmillionen aufgetürmt haben. Und jetzt hier die Berge bilden. Wenn ihr genau hinschaut, da vorne sind welche unterwegs auf dem Weg zur Hochalmscharte. Die nehmen diesen Weg. Ich meine, der ist ja auch gut machbar, da ist kein Schnee oder sowas. Im Hotel wurde ich jetzt auch angesprochen von einem Vater mit seinem Sohn, die auch meine Videos geschaut haben. Und die haben unter anderem jetzt, auch jetzt hier im Oktober, die Tour hoch zur Hochalmscharte gemacht. Und die fanden es auch sehr schön, war auch schneefrei und alles. Und die haben das wohl auch sehr genossen, diese Tour zu machen. Ich werde das auch bestimmt in Zukunft nochmal machen, wenn ich wieder fitter bin. Irgendwann, dann mache ich diese Tour in Verbindung mit der Schertenspitze. Aber das muss wohl mindestens bis nächstes Jahr warten. Ach ja, und die beiden sind natürlich an dieser Stelle dann auch hier gegrüßt. So, und ihr seht, die Sonne, die kommt immer so ein bisschen mehr raus. Wir haben jetzt heute den, ich glaube, 19. Oktober und es ist wirklich richtig gut warm. Ich kann auf jeden Fall im kurzärmeligen Hemd hier laufen und es ist eine angenehm warme Luft und ja, bin sogar ein bisschen auf Spitzen. Im Vorfeld, bevor ich hingefahren bin, habe ich mir überlegt, welche Touren kann ich denn überhaupt machen.
ja, Sprunggelenk erst vor 9 Wochen gebrochen und ich dachte, naja gut, so eine Tour wie bis zum Wimbach-Schloss, die schaffst du vielleicht. Das müsste möglich sein. Naja, und jetzt hat sich das Ganze so gut entwickelt, dass ich auf jeden Fall die Tour bis zum Gries mache. Da bin ich wirklich sehr dankbar für, dass das so gut klappt. Die Farben des Herbstes, die sind auch einfach schön, wenn man sieht, wie die langsam durchkommen. Achtet mal auf die Bäume, auf die Blätter. Richtig schön. Jede Jahreszeit, die hat schon hier ihren Reiz. Das muss man einfach sagen. Ja, 1,5 Stunden sind es noch bis zur Grieshütten. Ist ungefähr um 1 Uhr oben. Schauen wir hoch zum Hochkaltermassiv. Blauer ist Spitze, alles ist hier in diesem Massiv eingebaut. Panorama, das ist einfach gigantisch, wunderschön. Live müsst ihr das natürlich sehen, das ist nochmal viel beeindruckender als auf dem Video. Ich hoffe, ich mache jedem, der noch nicht hier war, ein bisschen Lust drauf, hier mal ins Gries hochzugehen. Hinten kommen wir zurückblickend auch den Untersberg mit seinen steilen Abhängen gut erkennen. Nochmal kleine Stärkung vor der Schlussetappe. Ich habe hier noch den kleinen Osaf, den habe ich noch übergehabt von McDonald's, wo ich auf der Hinfahrt hingefahren bin. Und eine gute überreife Banane aus dem Hotel. Sehr schöner Weg hier, schön leicht zu gehen. Schöner Blick auf die Palfenhörner. Hier oben kann man übrigens die Watzmann-Südspitze sehen. Das wird man auf der Überschreitung der letzte Gipfel, den man mitnimmt. Von da aus dann immer der lange Abstieg hinten ins Gries rein. Richtig schön hier zu sein. Dieser Gesteins- oder Schuttstrom, wie man immer sagen möchte, ist wirklich schon beeindruckend. Wenn man mal schaut, wie er sich hier den Weg runterbahnt. Gigantisch, was das für Massen an Gestein ist, dass hier fortlaufend den Weg Richtung Tal sucht. Ich frage mich gerade, wie sie den Weg hier überhaupt frei machen. Also der ist ja richtig schön hier sichtbar. Ich meine sogar, dass er sonst nicht so klar zu erkennen wäre. Ob die dann so eine Art Räumgerät hier lang fahren. Auf dem Rückweg gleich, dann komme ich hier über das Gries zurück. Gehe ich quasi das Gestein zurück. Auf dem Hinweg jetzt nehme ich allerdings hier diesen Wanderweg, das mache ich immer so. Ach, 45 Minuten.
kann es natürlich nicht sein, das nie reinzuschauen. Auch ein Unterstandshütchen. Ein Blick immer wieder schöner als der andere. Hier könnte man überall stundenlang verweilen und die Blicke schweifen lassen ins Gebirge. Herrlich. Ich habe noch ein paar Meter vor mir und dann gibt es eine kleine Rast an der Grieshütte. Hinter dem jetzt viel blaueren Himmel zeichnen sich die Berge doch noch mal um einiges schöner ab. Ich glaube, das sind jetzt die Schlussmeter. Gleich da wechseln wir so ein bisschen ins Gries noch rein und dann kann man die Hütte, glaube ich, schon fast sehen. Das hört sich sehr gut an. 5 Minuten bis zur Grieshütten. Hinter den Bäumen, da versteckt sich die Wimmer-Grieshütte. Kettensägengeräusche leider auch zu hören. Aber das muss wohl auch mal sein. Und dieser Ausblick. Gigantisch, wirklich. Servus. So ein traumhafter Ausblick, das ist in Worten kaum auszudrücken. Herrlich.
war wirklich traumhaft an der Wimbach-Grieshütte. Die Jungs mit der Kettensäge, die haben vor allen Dingen kurz nachdem ich da ankam, eine Pause gemacht. Anscheinend auch eine Mittagspause. Und dann war da auch Ruhe. Ja, und ich habe euch ja gezeigt, man konnte sogar da gekühlte Getränke kaufen, die da ja in diesem Wasserbrunnen vorrätig waren. Hätte ich gar nichts mitnehmen brauchen. Aber gut, ich hatte was dabei. Hab das auch erst zum Schluss gesehen, dass da was zu kaufen gab. Auf jeden Fall finde ich das super, solange die da oben sind. Verstehe auch absolut, dass sie das Holz machen müssen. Aber ich bin froh, dass da, wie gesagt, mit der Kettensäge Pause war, wo ich dann da war. An der Wimbach-Grieshütte habe ich gerade einen Zuschauer getroffen, der Bernd, der ist auch dann jetzt hier mit Herz gegrüßt. Ja, und für mich geht es jetzt weiter Richtung Wimbach-Schloss. Da werde ich ja nochmal kurz verschnaufen und eine kleine Rast machen, da ja dort geöffnet ist. Werde ich auch die Gelegenheit nutzen und mir da wahrscheinlich ein kühles, helles Berchtesgadener Bier gönnen. Ich finde hier an dieser Stelle, da sieht man nochmal besonders gut, was für eine Dimension das große Tal hat, wie weit das darüber reicht. Da drüben die ganzen Bäume, die wirken ja winzig klein und ja, auch da hinten ist ja auch noch so ein Geröllfeld, ähnlich wie hier. Noch interessanter wird das sogar, wenn man weiter hoch ins Gries kommt, wenn man zum Beispiel die Watzmann-Umrundung macht. Das ist auch ein phänomenaler Ausblick von dort oben. Das hätte ich wahrscheinlich dieses Jahr im August gemacht, hätte ich nicht meinen kleinen Unfall gehabt. Ich habe das in der Vergangenheit schon mal gemacht. Das war wirklich auch eine Traumtour, auch wenn sehr lange, die in ja, St. Bartholomä startet. Für nächstes Jahr habe ich die auf jeden Fall auf Programm. Da werde ich die nochmal machen. Das war auch ein richtiger, schöner Genuss. Jetzt kann ich hier beim weiteren Abwandern schön auf den Untersberg schauen. Bei der Wanderung talwärts kann ich jetzt wunderbar den Blick auf den Untersberg genießen. Den rauen Kopf da etwas vorgelagert, auch sehr schön zu erkennen. Ja, und so geht es jetzt in Richtung Schloss für mich zurück. Es ist unglaublich, wie warm das ist. Also die Sonne, die brennt richtig. Es ist wirklich richtig warm wie Sommer. Ja, und günstigerweise habe ich natürlich keine Sonnencreme dabei. Da habe ich jetzt irgendwie die letzten Tage nicht dran gedacht. Und ja, es war Mitte Oktober, also fast, es geht auf Ende Oktober zu. Aber die Sonne, die ist richtig am Brennen. Wahnsinn, Leute, guckt euch das an. Der blaue Himmel mit den Palfenhörnern hier, gigantisch. Es hat sich richtig gelohnt, hier hinzugehen, auch für mich super zu machen. Frag mich nur, was ist da vorne passiert? Wen haben sie da begraben? Das ist einfach so gigantisch, also das kann man einfach hier sich nicht satt dran sehen, wie wuchtig und mächtig die Berge hier vor allem liegen.
Mit dem blauen Himmel kommt das tatsächlich noch um einiges besser zur Geltung. Ist mir auf dem Hinweg gar nicht so aufgefallen. Auch der Untersbergblick ist echt super. Ich hatte gelesen, dass die Materialseilbahn am Untersberg, die hoch zum Störhaus führt, wohl abbauen jetzt die Tage, oder die haben das jetzt die Tage gemacht, deswegen war da auch unter anderem, ich glaube, der Weg von Maria Gern aus gesperrt. Ja, die, so wie ich das mal gelesen habe, ich meine mich zu erinnern, die hatten geschrieben, dass es wohl teurer ist, die Bahn, diese Materialseilbahn zu betreiben, als sich regelmäßig dann mit dem Hubschrauber versorgen zu lassen. Kann man sich irgendwie fast gar nicht vorstellen, aber das scheint wohl tatsächlich lukrativer für sie zu sein, für den Alpenverein die Bahn nicht mehr zu nutzen. Wirklich phänomenal, dieser Ausblick auch Richtung Untersberg. Ich hatte gelesen, dass die, ich glaube diese Woche, die Materialseilbahn dort wohl abbauen. Und dass da, ich meine, der Weg gesperrt wäre, der von Maria Gern dort hochführt, den ich ja auch schon mal gegangen bin. Also den konnte man deswegen nicht gehen. Man kommt ja auch da an der Talstation von der Seilbahn vorbei. Aber da hatte ich auch nicht vor, hochzugehen. Das wäre mir dann auch doch wohl etwas zu viel. Kleines Steinmann da. Müsste eigentlich jetzt gleich beim Schloss sein, das kann nicht mehr allzu weit weg sein. Ich kann ja hier den Weg zur Hochalmscharte sehen, beziehungsweise oben ist ja auch die Scharte gut zu erkennen. Schloss angekommen. Ein leckeres Berchtesgadener Helles gibt es jetzt noch. Gracias.
man geht jetzt zurück vom Schloss. Das habe ich, glaube ich, noch gut genossen dort. Ja, wenn die Sonne weggeht, dann wird es doch relativ frisch. Späten Nachmittag, na gut, 16 Uhr haben wir, ganz so spät noch nicht, aber ist das auch noch mal ein ganz anderes Licht, in dem hier die Felsen beschienen werden. Wer auch zum Limbach Schloss noch möchte, vielleicht noch in diesem Jahr, der muss sich allerdings beeilen. Ich glaube, wenn das Video rauskommt, da hat das schon zu. Es hat mich vom bis zum 29.10. offen und dann wieder ab dem 1. Mai. Und warum genau diese Zeit? Theoretisch, wenn das Wetter gut ist, denke ich mal, würden wahrscheinlich sogar im November oder später hier auch noch einige Wanderer hinkommen, weil es auch gar nicht so weit weg ist. Aber es ist, weil das Ganze hier im Nationalpark ist und man dann halt für das Wild ja eine Ruhezone haben möchte und deswegen müssen die sogar zumachen. Also von daher ist das so ähnlich wie da, wo ich am Untersberg unterwegs war am zweiten Tag, wo da auch die Wildruhezone ist, vom 1.11. bis 30.04. kann man quasi sagen, dass hier genauso ist, aber hier ist kein Betretungsverbot. Aber die Gastronomie, die darf dann scheinbar nicht öffnen. Ja, für mich geht es hier schön weiter runter. Erstaunlich ist, wir haben jetzt 3:45 und die Sonne, die geht so langsam unter. Es kommen aber tatsächlich noch Leute hier entgegen. Gut, zum Schloss ist man ja relativ schnell, aber warum geht man erst so spät am Nachmittag noch hin? Naja, gut, für mich geht es immer weiter runter und es war auf jeden Fall bisher ein super Tag. Jetzt bin ich wieder an der Stelle, wo der Wimbach oder das Wasser zu Tage kommt. Den Flussverlauf, dem folge ich jetzt immer weiter. Einmal der Blick zurück mit Wolken jetzt, zurück zu den Palfenhörnern. So hat mich der Blick heute Morgen begrüßt, sehr schön. Und hier oben können wir noch einmal zur Watzmann-Westwand rüber gucken. Bin ich dann auch am Abzweig zur Wimbachklamm angekommen. Wimbachbrücke, noch 15 Minuten. Den Weg bin ich jetzt nun auch schon einige Male gegangen. Einmal zum Hintersee, natürlich in die andere Richtung, über den Stadtzeitweg kommend oder auch zur Hochalm kam ich auch hier runter. So, jetzt geht's weiter Richtung Brücke. Dieses Stück ist jetzt noch ein bisschen herausfordernd. Da geht's jetzt recht steil runter. Da muss ich langsam machen. Schnell geht ein Tag vorbei, hat morgen noch hier gestartet. Und jetzt haben wir schon Nachmittag und ich bin zurück. Der gute Minigolfplatz, hier war ich so lange nicht mehr spielen. Das
muss eigentlich unbedingt noch mal gemacht werden. Da bin ich zurück am Parkplatz. Übrigens kostet der Parkplatz mit der Gästekarte über 4 Stunden 7 Euro. Ohne Gästekarte ganze 9 Euro, wenn man über 4 Stunden hier parkt. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal drin war. So, war ganz interessant, da wird einiges so was Wimbach-Kries gezeigt. Unter anderem auch, dass Berchtesgaden sein Wasser unter anderem auch aus dem Wimbach-Kries bekommt. Vom Wimbach sozusagen. Da bin ich zurück. Ja, hier bei mir vor der Tür, da geht der Zirkus los. Theoretisch hätte ich da heute die Möglichkeit, die haben heute ihren ersten Abend, ich glaube, die sind jetzt 11 Tage hier am Gastieren, aber das ist nichts für mich, da gehe ich nicht hin. Heute ist Donnerstag, ich hatte in einem der vorherigen Videos schon mal gesagt, ich möchte ins Bauerntheater noch gehen, die spielen dienstags und donnerstags. Lag ich nicht ganz richtig, Dienstag war zwar richtig, aber die spielen nicht heute am Donnerstag, sondern morgen Abend. Das hatte ich gestern noch mal gesehen in der Stadt. Ich muss gucken, ob ich das morgen schaffe. Planmäßig möchte ich es eigentlich gerne schaffen. 8 Uhr spielen die. Zeitlich müsste das klappen. Ich werde morgen auch nicht so eine riesige Tour machen. Also eigentlich etwas weniger als heute. Heute war mit Abstand von der Strecke meine längste Tour. Auch wenn das ja nicht so schwierig war und auch fürs Gelenk nicht so belastend, weil es keine großen steilen Ansteigungen waren bzw. Abstiege. Von daher war das gut in Ordnung und hat auch soweit gut geklappt. Ja, morgen wird dann wahrscheinlich eine kleinere Tour dran sein. Ich muss mal gucken, heute kam noch mal so eine Meldung, dass morgen wohl sehr starker Wind hier sein soll. Orkanartige Böen oder so. Ja, lasse ich mich mal von überraschen. Also falls das wirklich extrem sein sollte, dann muss ich natürlich gucken, wo ich da lang gehe, was ich da mache. Dann würde ich jetzt vielleicht nicht durch den puren Wald durchgehen. Schaue ich mir dann mal an. Aber das entscheide ich dann halt morgen, wie gesagt. Und ich denke, Bauerntheater müsste morgen Abend eigentlich nochmal klappen, auch dass ich vorher nochmal essen gehe. Es sei denn, es wird mir das alles zeitlich zu eng, dann würde ich das morgen leider dann ausfallen lassen, auf den nächsten Urlaub verschieben. Aber jetzt mache ich mir erstmal fertig, dann geht es gleich zum Essen. Da bin ich beim Unterstein angekommen. Na, dann schauen wir mal, ob es hier was gibt für mich. Hier bin ich im August reingehumpelt, in den Biergarten. Da kam ich gerade von der schlafenden Hexe, da wusste ich noch nicht, was ich habe. Nur, dass es etwas Ernsteres ist. Hab hier abends noch gegessen. Kürbiscremesuppe. Und da geht es weiter mit dem Gulasch, wie gewohnt beim Unterstein. Speis beim Unterstein, ja, dann nehme ich ja meistens den Gulasch. Heute wieder und der war auch wieder sehr gut. So, dann geht's jetzt für mich zurück zum Hotel.
zurück beim Explorer. Könnt ihr die Lichter am Berg sehen, das Kilchsteinhaus. Aber ich frage mich gerade, was ist das andere für ein Licht? Noch jemand unterwegs ist oben. Zurück auf dem Zimmer. Ja, damit ist der Tag jetzt auch vorbei. War heute super schön, durch Gries zu gehen. Ich denke mal, das werden heute bestimmt um die 17 Kilometer gewesen sein, die ich gegangen bin. Hat sehr gut geklappt. Und das Panorama, die Aussichten, die waren einfach gigantisch. Und dazu noch war es richtig schönes Wetter, es war richtig warm. Es hat richtig Spaß gemacht und bin froh, dass ich diese Tour gemacht habe. Morgen steht dann wieder was Neues an. Ich habe mir ein paar Sachen angeschaut. Die Tour, die ich machen werde potenziell, die ich mir ausgesucht habe, sind zumindest in Teilen neu. Ja, zwar was leichtere Geschichten, aber ich bin ganz gespannt drauf und hoffe, ihr schaltet morgen dann auch wieder ein. Das heißt, ins nächste Video.